Das erste Video zum Thema Bitcoin und Kryptowährung habe ich im Juli 2016 auf meinem Kanal online gestellt. Damals lag der Kurs bei knapp 600 Euro, ja, knapp über 600 Euro. Und damals haben die ersten Leute gesagt, es ist zu spät, die Gelegenheit ist vorbei, der Kurs ist schon viel zu hoch, ja, lohnt sich nicht mehr einzusteigen, es ist ein sehr risikoreiches Investment. Das zweite Video oder die zweiten Videos zum Thema Bitcoin und Kryptowährung habe ich im November 2017 auf meinem Kanal online gestellt. Und wieder haben einige Leute gesagt, es bringt nichts mehr, dort rein zu investieren, die Gelegenheit ist vorbei, das Ganze ist zu risky. Und da lag der Kurs bei 10.000 Euro, über 10.000 Euro, und da haben alle gesagt, es ist zu spät. Ja. Und heute, ja, zum heutigen Tag, ja, nicht knapp nur einen Monat später, liegt der Bitcoin-Kurs bei 16.000 Euro. Und wieder sagen einige Leute, es ist zu spät, es lohnt sich nicht mehr, die Gelegenheit ist vorbei. Was ich dir damit sagen will, ist, es gibt immer Leute, die sagen, dass Gelegenheiten vorbei sind, ja, dass es sich nicht mehr lohnt, in irgendwas rein zu investieren. Und ich glaube, das ist nicht schlau. Ich glaube, das ist das Thema Bitcoin bzw. die Blockchain und Kryptowährung eine der größten Gelegenheiten ist, die es gibt. Ja, viele Online-Händler akzeptieren heutzutage schon Bitcoins als Zahlungsmittel. Und ich glaube, dass es nicht mehr so lange dauert, bis ein großer Zahlungsanbieter bzw. eine große Plattform wie Amazon Bitcoin akzeptieren wird. Und meiner Meinung nach ist es dumm zu sagen, dass etwas zu spät ist. Ja, weil das haben die Leute gesagt, als ich das erste Video online gestellt habe, wo der Kurs bei 600 Euro lag. Ja, das zweite Video oder die zweiten Videos, wo er bei 10.000 Euro lag. Und auch heute liegt er bei 16.000 Euro. Und wieder werden einige Leute sagen, es ist zu spät. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist nicht zu spät. Ich glaube an die Blockchain-Technologie. Ich glaube, dass Bitcoin einiges verändern wird. Es ist wirklich eine großartige Chance ist. Ja? Ich muss dazu sagen, dass ich nicht befürworte, ich befürworte nicht, dass du dein gesamtes Geld in Bitcoin investierst. Das ist dumm. Ja, das ist etwas, was nur Dummköpfe machen. Das ist ein risikoreiches Investment, immer noch. Ja? Niemand weiß, ob der Kurs letztendlich steigt, ob es eine Blase ist, ob er komplett fällt. Das kann niemand vorhersagen, auch nicht die größten Experten, sage ich mal. Aber nur weil man etwas nicht hundertprozentig vorhersagen kann, heißt es nicht, ja, dass man nicht diese Gelegenheit ergreifen sollte. Ja? Was ich dir empfehlen würde, wäre, einen Teil deines Geldes zu investieren. Ja? Ein Teil deines Geldes, und zwar den Teil deines Geldes, bei dem du sagen kannst, okay, es ist kein Problem, wenn das Geld weg ist. Es stört dich überhaupt nicht. Ja? So behandle ich das Ganze. Ich investiere das Geld, wo ich sage, okay, hier ist es mir wirklich egal, ob das Geld weg ist. Und ich mache das Ganze wirklich mit einem guten Gewissen, ja, oder gewissenhaft. Dieses Video sieht vielleicht meine Mutter, ja, dieses Video sehen Freunde von mir und so weiter und so fort. Und trotzdem sage ich, dass es eine großartige Gelegenheit ist. Was auch viele nicht wissen, ist, dass du auch mit wenigen Euro, ja, mit 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro starten kannst. Ja, du kannst auch schon 100, 200, 300 Euro in Bitcoin investieren. Du musst also nicht wie zum heutigen Tag 16.000 Euro investieren. Du musst keinen ganzen Bitcoin kaufen, sondern du kannst auch einen Teil deines Geldes in Bitcoin investieren. Und genau das würde ich dir empfehlen, weil beim nächsten Video werden wieder einige Leute sagen, es ist zu spät, die Gelegenheit ist vorbei, ja, jetzt investiere ich nicht mehr. Das ist immer so, ja, bei solchen Investments. Und ich würde dir eben empfehlen, wirklich einen Teil deines Geldes in Bitcoin zu investieren, und zwar den Teil, wo du sagst, es ist egal. Wenn es weg ist, ist es egal. Und das sage ich wirklich mit gutem Gewissen, weil wenn der Bitcoin-Kurs irgendwann richtig hoch ist, ja, und das Ganze wirklich sich etabliert hat und ein großer Zahlungsanbieter wie Amazon und sowas oder irgendein anderer Zahlungsanbieter, eine Plattform, wo man eben einkaufen kann, das akzeptiert, dann wird der Kurs noch viel höher sein. Ja. Also deshalb ist meine Empfehlung, investiere einen Teil deines Geldes in Bitcoin, aber nur so viel, wo du sagst, okay, es ist nicht schlimm,
wenn es weg ist, ich habe damit kein Problem. Ja? Weil wie gesagt, nur weil du etwas vielleicht nicht ganz verstehst, ja, wie Bitcoin, heißt es nicht, dass du nicht davon partizipieren kannst. Ich weiß auch nicht genau, wie mein MacBook funktioniert. Ja? Ich weiß auch nicht, wie das Internet genau aufgebaut ist. Aber trotzdem besitze ich mehrere Online-Businesse. Ja? Das heißt also, du musst nicht der Mega-Profi sein, um eben einen kleinen Teil deines Geldes zu investieren. Und das ist das, was ich dir ans Herz lege. So, und wenn du dich jetzt fragst, wie startest du, wie investierst du? Ich persönlich benutze eine Plattform, die heißt Coinbase. Ja, Coinbase ist eine der sichersten Plattformen meines Wissens, das ist auch nur das, was ich natürlich weiß, um eben in Bitcoin zu investieren. Und es ist sehr einfach, eben dort loszulegen. So, und wenn du jetzt sagst, das ist für dich interessant, du möchtest einen kleinen Teil des Geldes investieren, und zwar den Teil nochmal, wo du sagen kannst, es ist dir egal, ob das Ganze weg ist, ja, ob das Geld dann weg ist, wenn es doch eine Blase ist und der Kurs geht auf Null, dann findest du hier einen Link, auf den du klicken kannst. Dort kannst du dich bei Coinbase anmelden. Ich kriege dafür eine kleine Provision, wenn du dich anmeldest. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja. Klick einfach auf den Link, melde dich an, investiere so viel, wie du sagst, das ist dir egal, ob das Geld weg ist, und empfehle das Video weiter. Ja. Empfehle das Ganze weiter, weil es ist nicht schlimm, in etwas zu investieren, nur weil es riskant ist, solange du mit dem Ganzen leben kannst, wenn es weg ist. In diesem Sinne, lass mir ein Like da, lass mir einen Kommentar da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.